trainiert. Hier ist die Schulterpresse, wie der Name schon sagt. Trainiert ihr damit hier hauptsächlich eure Schultermuskulatur. Ihr stellt den Sitz so ein, dass ihr die Griffe auf Schulterhöhe habt. Ihr habt bei diesem Gerät zwei Griffe zur Auswahl. Den vorderen Griff hier empfehlen wir hauptsächlich für Anfänger. Das ist etwas einfacher und ihr führt natürlich hier auch wieder die Bewegung langsam und kontrolliert aus. Streckt die Arme immer ganz durch, achtet aber dennoch darauf, dass ihr hier im Ellbogengelenk stabilisiert bleibt, ja, dass ihr da einfach ein bisschen Spannung drauf behaltet. Den hinteren Griff hier, dafür braucht ihr etwas mehr Flexibilität im Schultergürtel, deswegen ist es tendenziell etwas schwieriger, die Übung mit dem hinteren Griff auszuführen. Ja, besonders Anfänger werden da merken, dass sie etwas weniger Gewicht drauflegen können, wie beim vorderen Griff. Bitte achtet auch darauf, dass ihr das Gewicht nicht runterfahren lasst, sondern wieder immer ein kleines Stückchen schweben lasst, also nie ganz absetzt.